Ups, da läuft meine Kamera schon. Gut, nicht wundern, ich mache heute erste Experimente mit Licht. Im Moment ist es das Handy Blitzlicht von meiner Mom. Und ja, mal sehen. Gut, heute ist Mittwoch und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo hiermit. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet hast. Und ja, ich dachte, heute erzähle ich euch ein bisschen was über das Thema Glück. Glücklich sein. Und das klingt jetzt vielleicht aus dem Mund von einem Asperger komisch, ist aber wirklich so. Auch wir können auf eine gewisse Art glücklich sein. Und ja, darüber wollte ich einfach mal mit euch reden. So meine Beobachtung, wie andere Leute glücklich sind und meine Beobachtung, wie es bei mir ist. Also, natürlich ist das alles nur aus meiner Sicht und es kann natürlich alles total anders sein, wenn das so ist. Und ich würde mich auch freuen, wenn mir andere Leute schreiben, wie es bei ihnen ist oder wie es andere Asperger wahrnehmen. Aber ja, auf jeden Fall fange ich jetzt mal an. Also ich habe für meinen Teil oft den Eindruck oder das Gefühl, dass normale Leute, Nicht-Asperger, viel mehr brauchen, um glücklich zu sein. Viel größere Dinge, viel, in Anführungszeichen, schwerwiegendere Dinge. Und ja, da ist mir dann einfach so dieser Gedanke gekommen, wieso eigentlich? Also, um es mal zu vergleichen, ich bin jemand, ich bin total glücklich, weil ich gestern bei meinem Spiel es geschafft habe, endlich mal mein Zimmer auszubauen. Und das war für mich so das größte Glück. Und ja, dann wiederum habe ich gedacht, schon komisch an sich, dass mir reicht, so ein kleines virtuelles Zimmer auszubauen und ich dann wiederum so welche Geschichten höre, wie dass jemand gerade sich ein ganzes Haus gebaut hat und der nicht ein Stück zufrieden ist, der sich im ersten Moment gefreut hat, yo, ich habe ein Haus gebaut, yay, ich freue mich, und dann ist es ganz schnell wieder vorbeigegangen. Und ich immer noch total zufrieden mit meiner Arbeit bin und immer noch sagen kann, ich bin froh. Was ich natürlich in diesem Punkt dann mir so gedacht habe, ist, ich glaube, es gibt einen riesen Unterschied zwischen glücklich sein und zufrieden sein. Ich glaube, glücklich sein ist eine momentane Aufnahme. Man ist glücklich über, man ist glücklich das, man ist an sich ein glücklicher Mensch. Aber ich glaube, was wirklich langwieriger hält, was wirklich, wirklich richtig gut hält und was wirklich auch so fürs Leben etwas ist, wo einem weiterhilft, ist nicht, ich bin glücklich, sondern ich bin zufrieden. Ich bin zufrieden, ich bin ausgeglichen, ich bin mit allem, was für mich da ist, alles, was gerade sich in meiner Welt tut, finde ich schön. Und das ist so diese Beobachtung, die ich gemacht habe, nämlich, dass viele Menschen glauben, glücklich sein heißt mehr zu haben. Glücklich sein heißt, ich brauche jetzt ein größeres Auto als der Nachbar. Ich brauche jetzt auf jeden Fall sofort einen größeren Hund, ein größeres Auto, ein größeres Boot, ein größeres Haus. Und dann bin ich wieder für ein paar, dann bin ich glücklich, weil dann bin ich ja besser gestellt als der. Und ja, wie soll man wirklich glücklich sein? Wie soll man wirklich zufrieden sein? Wie soll man wirklich irgendwie, ja, ein besserer Mensch sein, wenn man immer das Ziel hat, ich will mehr als jemand anders. Wenn man an sich immer auf andere schaut und nicht wirklich auf sich selber. Ich bin jemand, ich bin total zufrieden mit meiner Welt. Ich glaube, es klingt total blöd, weil natürlich habe ich auch Tage, wo ich sage, heute ist alles blöd. Heute ist alles nicht mein Ding. Heute reicht es bloß, wenn es anfängt, ein bisschen zu nieseln. Und ja, entschuldigt, das habe ich vergessen. Ich bin gerade dabei, ein paar kleine Updates bei meinem Computer zu machen. Und da kann es gelegentlich Bling machen. Ihr kennt es ja schon, Elena und die guten alten Bling-Dinge. Ich glaube, bei fast 90% meiner Videos macht es irgendwann mal irgendwo Bling. Also, entschuldigt. Ja, ich meine, ich brauche nicht viel, um glücklich zu sein, weil ich. Glücklich sein ist eine Gefühlsregung und glücklich sein, ich kann glücklich sein auf eine Art, aber es ist eben nicht so wie bei den meisten nach meiner Beobachtung, da ich irgendwie einfach anders fühle. Es klingt irgendwie total komisch, aber ich glaube, jeder, der das auch so hat, versteht, was ich sagen will. Aber
Ja, auch ich kann glücklich sein. Ich kann glücklich sein mit allem, was so ist. Aber mein Glück will ich nicht als ich bin glücklich sein bezeichnen, sondern eher als eine Zufriedenheit. Eine Zufriedenheit einfach mit dem Wissen, ich brauche nicht mehr. Ich habe alles, was ich brauche. Ich habe was, was mir Spaß macht. Ich habe eine Familie. Ich habe ein Dach über dem Kopf. Ich habe Leute, die mir zuhören. Ich habe Freundinnen, mit denen ich Zeit verbringen kann. Ich habe Animal Crossing. Entschuldigt, aber zurzeit ist es mein größtes Glück, dass ich da mein Haus versuche auszubauen. Und entschuldigt mich eine Sekunde. Gut. Es ist eben die Sache, wenn man keine Stopps in seinen Videos machen kann. Deswegen, falls ihr gerade einen Anrufbeantworter hört, das ist, tut mir leid. Gut, wo war ich stehen geblieben? Jetzt bin ich voll rausgekommen. Ja, ich würde sagen, meine Zufriedenheit, mein Glück, ich brauche nicht viel. Ich brauche nicht wirklich Sachen, die was Großes sind. Ich brauche kein neues Auto. Ich brauche kein Boot. Ich brauche um Himmels Willen keine Villa, in der ich leben kann. Mir reichen einfach bloß die Sachen, die ich jetzt schon habe. Und ich finde es irgendwie immer so albern, wenn jemand dasteht und man ihn fragt, was ist eigentlich gerade, und was ist dein Glück, was ist dein Hobby, was beschäftigt dich so? Und er dann solche Sachen antwortet wie, ja, okay, gestern habe ich mir eine richtig fette Karre geleistet. Und ich mir dann sowas immer gedacht habe, schon als Kind, ja, aber das Auto ist ja irgendwie bloß ein Auto und irgendwann ist es dann kaputt und dann brauchst du ein neues Auto und dann ist es ja weg. Aber was niemals weggeht, ist sowas wie, ja, die Unterstützung und die Liebe von Verwandten oder Freunden. Oder einfach dieses Wissen, wenn ich nach Hause komme, bin ich nicht alleine, weil direkt, wenn ich nach Hause komme, das Erste, was bei mir zu Hause los ist, ist, dass mein Hase angehopst kommt ans Stallende und einfach nur darauf wartet, dass man sie streichelt, vielleicht manchmal auch Leckerli will, so. Aber einfach sowas. Und das ist sowas, was einen viel glücklicher macht, finde ich. Ich glaube, das Schlimmste, was einem passieren kann, ist erwachsen werden. Okay, das klingt jetzt total komisch, aber ich kann euch das jetzt auch ganz genau erklären, was ich damit meine. Ich habe festgestellt für mich, dass Erwachsenen irgendwie die Welt alles in allen Punkten, und das war jetzt auch nur noch ein Laden, also heute ist der Wurm drin, tut mir immer noch leid, dass Erwachsene irgendwie dazu neigen, immer alles schwieriger zu machen, immer alles komplizierter zu machen, immer alles wichtiger zu nehmen, als es ist. Sowas wie, ja. Um nochmal um das Beispiel zu bringen, als Kind habe ich mich immer riesig gefreut, natürlich, wenn wir ein neues Auto bekommen haben oder Autotest fahren durften. Oh Gott, mein Vater und ich, wir sind so oft über die Autobahn gerast, nur um dieses Auto zu testen, das er jetzt vielleicht sich dann zulegen muss fürs Geschäft. Und das war immer für mich das Allergrößte. Ich habe mich immer jedes Jahr gefreut, oder jede Zeit, wenn mein Vater ein neues Auto bekommen hat. Und wir einfach über die Autobahn gerast sind. Und wir sind auch manchmal, er hat auch oft Leihwagen gehabt. Also es war so, wenn dann Sommer, Winterreifen, also es gab schon oft die Situation, wo wir dann neue Autos testen durften und wir dann einfach über diese Autobahn gerast sind. Und das war für mich dann immer das Allergrößte. Ja, ich habe dann immer gedacht, Autos kommen von unserem Automann. Der Automann einfach, der kommt und bringt Autos und das war's. Dann bin ich älter geworden und habe erfahren, ja, der Automann bringt Autos, aber man muss dafür was zahlen. Dann bin ich noch ein Stück älter geworden und dann habe ich erfahren, der Automann bringt die Autos und dann will der einen Vertrag, den du unterschreibst, dass du dann das Auto auch behalten darfst. Dann, wo ich wieder älter geworden bin, habe ich erfahren, der Automann bringt das Auto, will einen Vertrag haben und will, dass du einen Führerschein machst. Also, dass du da Papiere hast. Das will dann übrigens auch noch die ganzen Behörden und alles, die wollen, dass du da schön richtig fetten Führerschein machst. Und dann ging es weiter, dass ich, nachdem ich erfahren habe, dass man Führerschein machen musste, habe ich erfahren, dass man das Auto ja auch versichern muss. Und ja, so ist irgendwie dann meine schöne kindliche Illusion vom Automann kaputt gegangen.
Und ich finde es einfach so schade, dass wir alles so kompliziert machen müssen. Dass immer alles so realitätsnah sein muss. Manchmal ist es doch auch einfach schön, sich irgendwas einzubilden. Irgendwie in einer kleinen Blubberblase der Illusion zu leben. Einfach mal sowas sagen zu können wie, ja, jetzt fällt mir gerade nichts anderes ein als, ja, dann kommt eben der Automann und bringt das Auto und wir dürfen es testen und dann nach einer Woche kommt dann unser Auto zurück oder irgend sowas. Oder einfach mal wieder, auch wenn man 20, 30 ist, irgendwo zu jemandem hinzugehen und zu fragen, und willst du mit mir befreundet sein? Und das geht dann irgendwann nicht mehr. Irgendwann sind dann die Leute nicht mehr deine Freunde, sondern nur noch Bekannte. Und manchmal sind dann deine Bekannten gute Bekannte, dann sind es wieder nur Bekannte, manchmal sind es Leute, die man halt mal gesehen hat. Und ja, damit macht man alles so viel komplizierter und diese ganzen Sachen. Ich für meinen Teil, ich unterscheide die Welt in zweierlei Menschen, in Menschen, die ich nett finde und Menschen, die ich nicht nett finden muss, weil sie mich auch nicht nett finden. Und ja, deswegen bin ich, das macht mich zufrieden. Einfach nicht dieses ewige drüber nachdenken, wie stehe ich jetzt zu diesem jemand? Oder ja, wie würde ich das bezeichnen, was der und ich teilen? Also, sind wir jetzt Freunde? Sind wir Bekannte? Sind wir einfach nur zwei Leute, die zufälligerweise zur selben Zeit am selben Ort sind? Und das ist mir einfach alles immer viel zu anstrengend. Und deswegen freue ich mich manchmal einfach, die Welt einfacher zu sehen. Ich glaube, manchmal ist es einfach schöner, die Welt noch mit den Augen von einem Kind sehen zu können, als mit den Augen von Erwachsenen sehen zu müssen. Ja, heute mal etwas länger durch den Telefonanruf. Tut mir leid. Ich hoffe auf jeden Fall, dass meine Nachricht angekommen ist und dass ihr wisst, was ich meine. Ich auf jeden Fall sehen wir uns dann wieder am Freitag, wenn ihr mögt. Ich wünsche euch bis dahin eine wunderschöne Woche. Ihr könnt mir natürlich auch gerne was in die Kommentare schreiben oder eben auch gerne auf Facebook oder Twitter oder eben eine E-Mail an die bell.redmeier@outlook.com. Wir sehen uns. Bis bald. Tschüss.